Wir sind heute angereist in großer Mannschaftsstärke, weil wir uns von dem Seminar sehr, sehr viel erhoffen und erwarten. Und wir sind schon am ersten Tag begeistert sozusagen aufgenommen worden. Ja, es ist eine Art Familientreffen, ne? Muss man sagen. Viele haben in unterschiedlichen Büros vielleicht schon mal zusammengearbeitet. Es ist nicht der klassische Wettbewerb um Aufträge. Von daher eine sehr entspannte Stimmung. Und viele nehmen die Dinge auf, die wir hier heute präsentiert haben. Eines der Top-Themen der Branche ist momentan das Thema Digitalisierung. Und dementsprechend war es natürlich sehr interessant zu hören, was Schüco da bietet in dem Bereich. Und da gibt es ja schon allumfassende Lösungen von Schüco. Und das sind auch Themen, die auf anderen Fachtagungen immer wieder zur Sprache kommen und die Branche bewegen momentan. Ja, die Neuheiten waren halt interessant. Da waren schon Sachen bei, die ich noch nicht kannte, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Bei jedem Vortrag sind immer ein, zwei Sätze dabei, die man auch als Unternehmer mit ins Unternehmen mit zurücknimmt. Also ganz gezielt jetzt einen speziellen Satz. Da muss ich sagen, das war die Eingangsrede von Herrn Engelhardt, der gesagt hat, keine Angst vor der Zukunft. Das ist hier eine ganz tolle Atmosphäre. Man hat schon so ein paar Leute kennengelernt, ein paar Kontakte geknüpft. Das ist ja nicht nur ein Wettbewerb, ein Kampf gegeneinander, sondern man lernt auch voneinander und miteinander. Und dieses Netzwerken ist mit ein Grund, warum wir eben auch hier aufgeschlagen sind. Und das genieße ich auch jetzt gerade an so einem schönen Abend, ein Gläschen Bier, mal ungezwungen über Themen der Welt zu sprechen und ein bisschen über die Fassade.